Leute, heute sind wir zurück in einer freshen neuen Folge Minecraft. Diesmal bauen wir heute Mystery-Häuser. Und zwar habe ich, Leute, wirklich, ich schwöre es euch, ich habe gerade 3 Stunden lang versucht, eine Mod zum Laufen zu kriegen. Und zwar eine ganz einfache Mod, und zwar die hier. Wenn ich ein Portal baue, sieht es so aus, als wäre ich so ganz gechillt hier einfach in so einem Portal einfach drin. Und ihr seht, das hier ist das erste Haus, so ein ganz unscheinbares im Villagerdorf. Dann haben wir hier das nächste Haus. Das ist so eine Art Millionärswohnung, Alter. Und hier ist dann auch direkt das nächste Portal. Hier ist auch ein Villager. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Und dann haben wir hier Haus Nummer 3 natürlich noch. Das ist ein bisschen weiter weg. Das befindet sich hier. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Mineneingang. Und das ist hier. Und wenn wir jetzt schon mal hier sind, können wir A, ein Like und ein Abo dalassen für die 1 Million Abonnenten, Leute. Und B, können wir hier direkt anfangen zu bauen. Ich würde sagen, hier kommt das Billigste hin. Wobei, wir können auch eine Falle bauen. Wir können auch einfach eine Falle bauen, Leute. Okay, wir bauen einfach eine Falle. Wir brauchen als erstes Stein, brauchen wir. Nee, nicht befallen, ganz normal. Ja, das hier nehmen wir einfach. Und dann bauen wir das hier so zu. Zacki, zacki. So, zack. Dass man quasi ein ganzes Loch hier so runterfällt. So ungefähr. So, und dann bauen wir uns hier jetzt einfach mal ein bisschen runter. Na, ich würde noch sagen, noch ein Stück weiter. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. So, zack. Weil dann hat Ben auf jeden Fall eine kleine Falle gestellt bekommen. So, zack. Hier müssen wir natürlich alles aushöhlen. Zack. Wall Edit haben wir leider nicht drauf, weil Leute, ich schwör's euch, ich habe so viele verschiedene Experimente versucht, das hier zum Laufen zu bringen. Aber es war einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe jetzt mit Ach und Krach so zum Laufen bekommen. Aber, naja, immerhin geht's jetzt. So, zack, zack, können wir hier... Nee, das baut sich so direkt zu. Wir müssen hier komplett einmal außen rum. Nicht, dass ich hier selber in meinem... Ah, okay, ich habe hier gerade den Boden der Tatsachen hier so ein bisschen gesehen. So, so. Und dann hier drüben noch. Und hier unten. Nee, hier. Nee, da so. Reicht das als Todesfalle? Ich würde sagen, Leute, das könnte schon als Todesfalle eigentlich reichen. Dann sollten wir auf jeden Fall noch so ein Schild hinschreiben. Sowas wie LOL. Und dann sowas wie Du Noob. Und dann schicken wir das ab. Und dann können wir hier nochmal so Ha-ha-ha-ha-ha hinschreiben. So komplett, dass das immer so miteinander connected, Leute. Ach so, das geht ja gar nicht. Das geht auf den Seiten. So. Und noch einmal hier. Perfecto compuesto. Da sollte der auf jeden Fall drauf gehen. Gar kein Problem. Gar kein Thema. Dann haben wir hier schon mal Portal Numero Uno gebaut. Dann kommt jetzt der nächste Raum. Der muss jetzt ein bisschen schicker aussehen auf jeden Fall. Da müssen wir uns ein bisschen mehr Mühe geben. Ich habe so im Kopf so eine Art Rondell wäre, glaube ich, cool. So, hier in diesem Haus. Wir bauen uns einmal komplett rund herum. Rum, rum. Okay. So, dafür brauchen wir eine Quarzstufe. Dann hier 2 zur Seite. Dann bauen wir diesen Seelensand hier einfach mal ab. So, zack. Okay. Und wir bauen hier einfach jetzt, versuchen wir hier einfach einen Kreis zu bauen. Wünscht mir Glück, Leute. Kreise und ich. Wir müssen uns immer wieder neu finden. Dann machen wir hier 2. Und dann machen wir hier 4 hin. So. Zack, zack, zack. Ich fühle mich wie in dieser einen SpongeBob-Folge, wo SpongeBob Thaddäus erklärt, wie man einen Kreis baut. Dann baue ich als erstes einen Kopf und dann das und dann das und dann das. So, okay. Es ist wie in der Schule, wie so bei einem Sportkreis. Es ist ein Oval geworden. Macht aber nichts, Leute. Gar kein Problem. Was haben wir denn alles hier für Materialien? Ja, solche Eichenstämme finde ich schon ziemlich geil. Passt das? Nee, das passt nicht zu weiß. Da müssen wir mit Birke arbeiten. Und zwar machen wir das einfach so gerade Linien hier hin. So, zack. Alter, der Nether klingt aber ziemlich gefährlich, Leute. So, dann bauen wir uns hier weiter einmal nach oben. Zack, so. Und dann bauen wir hier einfach nur Striche hinbauen. Ganz einfach. Und ich glaube, ich habe vor, dieses ganze Haus hier in Petrol zu bauen. Zack, so.
Und dann packen wir jetzt einfach Birke hin. So, zack, geht die zack. So, und dann machen wir das hier auch einmal hin. Yes, gar kein Problem. So, okay, und dann brauchen wir jetzt so ein Türkis. Geben wir mal ganz zackig ein. Türkis, das ist auch cool. Es gibt doch auch dieses Wirr-Zeug. Das würde, glaube ich, auch cool aussehen. Und das hier. Das ist unsere Color-Palette. So, als erstes würde ich sagen, wir machen so eine Art Fenster hier hin. Und wir machen hier einfach 4 Fenster hin. So, so, so und so. Mhm. Und dann bauen wir uns hier einfach mal hoch. Zack, komplett hoch. Dann mischen wir da gleich noch so ein paar andere Sachen rein, Leute. So, so. Okay, sieht doch schon mal ganz nice aus, würde ich sagen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall wieder... Nee, warte, wir benutzen Kalzit dafür. Kalzit sieht als Wand, glaube ich, ganz nice aus. Das bauen wir einfach mal komplett hier oben hin. So, zack, einfach mal komplett im Kreis rundherum, dass wir das alles ausgefüllt haben. Weil ich glaube, als Decke sieht es dann doch ganz schön nice aus. So, ach so, hoppla, da an der Ecke haben wir da noch was Kleines vergessen. Und dann packen wir jetzt hier so abwechselnd Beton und dieses Wirrpilz und so hin, damit das hier nochmal so ein bisschen cooler aussieht. Wirrwachzenblock hier auch noch überall, upsala, hin. Zack, zack, zack. Jawolski, Leute, das wird super cool aussehen, super fresh. Ah ja, dann brauchen wir auf jeden Fall noch, machen wir das hier einfach zu. So, das machen wir auf jeder Seite so einfach mal zu, damit wir hier gleich ein Fenster reinballern können. Letzte Seite, so, so und so. Okay, perfekt. Und dann holen wir uns einfach Glas. Ich glaube, weißes Glas würde da ganz cool passen. Ich bin weißer Glas-Fan, Leute. So, und hier auch noch. Perfekt. Wir können das hier auch noch so zumachen. So, als wäre hier ein wunderschöner Eingang. Chillig, chillig. Okay, dann können wir hier direkt ein Bett uns holen. Was wollen wir noch für eine Farbe benutzen? Passt blau oder gelb oder hier sowas zu? Gelb würde, glaube ich, hier ganz gut passen. Das machen wir auch. Wir bauen hier nämlich eine Treppe hin. Zack. Dann kommt hier ein gemütliches Bett hin. Theoretisch. Ah, hier kann man ja kein Wasser placen, Leute. Ja, ich wollte sagen, theoretisch hätte man hier ja auch ein fettes Aquarium hinhauen können. Aber ein Aquarium haben wir leider nicht. Dann brauchen... Ja, okay, Wasser können wir auch nicht hier platzieren. Dann bauen wir hier einfach weiter einen Tisch hin. Was ist, wenn wir noch so eine Stufe hinknallen? Glatte Quarzstufe. Zack, zack. Oder hier so, direkt komplett quer. Ich glaube, das ist... Nee, das ist zu viel, Leute. Das ist zu viel. Hoppla, hab da was kaputt gehauen. Okay, dann brauchen wir natürlich noch hier so... komm, wir verbinden unser Bett so komplett. Yeah, okay. Und dann hole ich noch was ganz Cooles. Und zwar solche Wirrpilzranken. Oder gehen die nur vom Boden aus? Die platzieren wir hier auch. Dann sieht das cute, glaube ich, aus. Nee, so mäßig machen wir das. Hier machen wir die Wirrpilzdinger hin. Was, wenn wir das hier noch so hinmachen? Ja, können wir hier auch hinhauen. Yes. Okay, dann brauchen wir noch einen Blumenpott. So, und dann holen wir eine Porzellanblume. So, und dann holen wir... Ach nee, wir können das auch hier so machen. Ja, kann man machen. Kann man hier so ein bisschen Blümchen hinmachen. Und dann holen wir uns wieder türkisen Teppich. Und dann machen wir hier einfach so einen Halbkreis oder so einen ganzen Kreis hin. Vielleicht ist das dann zu viel. Nee, kann man so machen. Cool, dann holen wir eine Werkbank und einen Ofen. Und platzieren das hier und hier. Wir brauchen ja auch auf jeden Fall ein bisschen Platz für unsere Survival Base. Dann habe ich noch eine coole Idee. Wir holen uns einen Banner in Gelb und Türkis. Und dann platzieren wir hier einen Banner und hier einen Banner und hier einen Banner. Dann haben wir so einen abwechselnd farbenen Banner. Ja, das können wir auch einmal... Das würde cooler aussehen mit einem Webstuhl, aber wir machen das ja auf dem Zeitsparmodus. So, zack. Jetzt haben wir überall noch Banner hingeknallt. Vielleicht hier oben noch so 2 Banner. Gemütlich, Leute, gemütlich. Oh Gott, ich dachte gerade eben, wäre es hier in mein Haus gegangen, Alter. Kisten wären auf jeden Fall noch praktisch. Die können wir ja... Also Fässer finde ich immer ganz cool. Und dann brauchen wir so ein Wirrpilz-Falltür. Und dann können wir hier 2 Fässer hinmachen.
Und dann können wir da runter einfach eine Truhe hinstellen. So, perfekt. Und dann noch ein Bücherregal. Das muss auch sein. Das können wir hier hinpacken. Können wir das so zumachen? Ja, können wir auch. Blumenpott wieder drauf. So, wollen wir noch eine kleine Farm? Nee, eine Farm geht schlecht hier im Nether. Wir könnten hier aber noch diese Wirrpilzdinger an die Seite machen. Und auf jeden Fall diese Laternen. Diese blauen Laternen. Aber mit Ketten. Damit das ein bisschen mehr cozy aussieht, wisst ihr Bescheid, Leute. Das können wir hier so hinpacken. Hier eine, da eine. Und hier nochmal so eine richtig tief hängende. So. Und das können wir, glaube ich, in die Ecke auch noch machen. Hier eine, da eine. Ja. Und hier eine. Und dann hier noch so eine tiefer hängende. Cool. Gibt es hier noch irgendwas Blaues, was man hier vielleicht noch hinmachen könnte? Ich habe da schon ein Dia gesehen. Aber Dia ist ein bisschen zu viel. Eis haben wir auch. Ohne Schalkerbox. Ja, Schalkerbox ist auch wichtig. Können wir die hier... Oh, wir tauschen das einfach aus. Ja, wir machen hier einfach zwei Schalkerboxen hin. Holen wir so ein Banner und fertig. Und ich würde sagen, das passt so. Das sieht doch cute aus. Man hat alles, was man braucht. Man hat seine Lagerkapazität. Man hat ein bisschen Bücherregale und so. Sieht gemütlich aus. Und das... Ich bin stolz. Das ging so schnell, Alter. Es ist schon Nacht geworden. Sieht ein bisschen unscheinbar aus, das Haus. Ich überlege, ob ich hier noch so eine Tür hinmache. So eine... Oh, so eine Wirrpilztür. Kann ich vielleicht so eine Wirrpilztür hier hinmachen? Ja, geht. So, also machen wir das hier zu. Und dann ist das, dann ist die Tür zwar nicht in der Mitte. Komm, wir können auch noch hier eine Tür hinmachen. Dann haben wir hier zwei Türen. Und dann passt das. Und dann machen wir noch eine Quarztreppe hier hin. So und so. Und dann nochmal hier solche Pfeiler. Und dann sieht der Eingang auch schon ein bisschen gemütlicher aus. Cool, cool, cool. Jetzt kann man aber auch nichts mehr sehen, was hier drin ist, weil das hat man davor gesehen. Okay, und dann würde ich sagen, gehen wir mal da drüben hin zu dem Luxushaus. Und da würde ich sagen, da ballern wir jetzt eine Kaschemme hin. Also das wird jetzt hässlich. Was? Oder noch eine Falle. Eine Falle wäre, glaube ich, cooler, Leute. Eine Falle wäre, glaube ich, cooler. Was könnte denn eine Falle sein? Eine gute. Haben wir Pulverschnee? Kann man hier... Ich hoffe, das schmilzt jetzt nicht weg. Wir machen hier Pulverschnee hin. So, zack. Oh mein Gott, hier fällt man tief. Hier fällt man richtig tief runter. Das ist perfekt, Leute. Das ist richtig perfekt. So, hier machen wir Pulverschnee hin. Und dann wird Ben denken, oha, der hat gerade den Jackpot des Jahrhunderts gezogen. Wir machen hier Dia-Blöcke noch überall hin. Und Goldblöcke, so abwechselnd. Zack, komplett mit Dia umranden. So. Und so, einmal komplett rumherum. Und dann wird der anders denken, der hat den Jackpot. Aber der hat so eine Müllkacke. Also ich hoffe zumindest, er fällt drauf rein. Das wäre nice. So, okay. Und dann machen wir hier noch sowas hin, da noch sowas hin. Und dann machen wir hier die Decke drauf. So, können wir hier auch nochmal Gold hin platzieren. Und dann, wenn er hier reingeht, wird er einfach runterfallen und sterben. Nice, Leute. Nice, nice, nice. Dann haben wir diese Falle auch aufgesetzt. Ich würde mir das gerne mal angucken, wie das... Ja, das sieht cool aus. Der wird anders denken. Das ist der Jackpot. Das ist so cool. Man kann hier einfach so reingucken. Also, Leute. Falle Nummer 1. So, fahren wir mal ein bisschen weiter zu Falle Nummer 2. Und dieses kleine Haus ist der Jackpot. Da packen wir dann noch ein paar Dias in die Kisten, würde ich sagen. Das hier ist Falle Nummer 2. Der muss hier reinspringen, ohne wenn er da war. Und dann kommen wir hier zum letzten Haus. Zack. Das sieht so viel größer aus. Das Haus ist ja nur so klein, aber das Haus ist wiederum voll riesig. Super nice, Leute. Wir packen hier, wie gesagt, noch die, die ganzen Dia-Blöcke rein. Zack. Und jetzt hier einfach mal alles voll machen. So. Und hier packen wir die ganzen Goldblöcke rein. Das reicht für Lifetime. Okay, Leute, dann haben wir alles aufgesetzt für den Prank. Und wir holen jetzt Ben. Wir haben Benson auf den Server bekommen. Da ist er. Und Benson. Hallöchen. Ganz easy. Ich habe 3 Häuser ein bisschen transformiert. Du darfst sie nur von außen begutachten. Und du darfst dir nur eins davon aussuchen. Und in einem ist natürlich wieder OP-Stuff drin. In dem anderen ist halt nur wieder Schmutz drin, Ben. Welche Häuser denn? Also, wir haben hier dieses Haus hier.
ne, dass die ganz Tür aufmachen. Nee, also du könntest, glaube ich, eh nichts sehen, aber das hier ist ein ganz normales Haus, wie du sehen kannst. Ja, okay. Mhm. Dann zeige ich dir Haus Nummer 2. Das hier ist so ein bisschen moderner. Oh mein Gott, da wohnt sogar. Das sieht ja viel geiler aus. Und ich habe ein Hausschaf. Ja, du hast einfach ein Hausschaf. Ja, das ist noch, habe ich auch eingeplant. Konnte ich noch verhandeln mit dem Makler. Auch sehr cool. Kannst du auch überlegen, ob du es dir holst. Und dann kommen wir zu Haus Nummer 3. Das hier ist Haus Nummer 3. Das ist sehr unscheinbar. Das ist hier das einfach... Das hier, das Erdloch-Ding. Okay, jetzt hast du alle gesehen. Oh, oh Gott, Elina, was war Voice das denn? Crack. Die richtige Elina kommt zum Vorschein. Ich weiß auch nicht, was hier. Okay. Also, welches Haus? 1, also 2 oder 3? Also nehme ich die absolute Luxusvilla, das Erdloch oder das 0815 Villager Haus, sagst du. Was nimmst du? Da fällt die Entscheidung nicht schwer. Ich nehme natürlich die Luxusvilla, Elina. Die Luxusvilla soll es sein. Okay, let's go. Sie kriegen die... Nee, warte, wir zeigen erstmal die anderen zwei Optionen. Wir sind ja hier. Du kannst hier reingucken jetzt. Lol, du Noob. Ah! Ja, ja. Hab ich aber nicht genommen. Okay, okay. Dann gucken wir uns das erste Haus nochmal an, was dir auch zur Wahl stand. Was haben wir denn hier? Oh, das sieht cool aus. Mhm, das ist richtig fancy. Mit Ausblick in den Nether. Wo hat man das Haar? Aber was ist, wenn ich jetzt das mache, Elina? Ja, okay, jetzt hast du den Wert der Immobilie auf jeden Fall gesenkt. Mann, ey. Ja, okay, dann gucken wir jetzt. Ich muss Feuer löschen. Ja, im Nether ist das eh egal, glaube ich. Das ist schon okay, Ben, ist schon okay. Ist nicht so, als hätte ich mir Mühe gegeben. Okay. Mein Haus. Dein modernes Haus kommt jetzt. Das muss ja jetzt dick sein, ey. Mhm. Gehen wir mal rein. Ne! Das ist ein Fake gewesen. Mann, ey, das gab nur einen Preis. Fake, Alter. Und zwei Nieten. Ja, ganz richtig. Mann, und aber siehst mal so, dein Haus hat Potenzial. Also, es sind auf jeden Fall Dia-Blöcke. Es sind Dia-Blöcke. Du musst nur den Boden irgendwie austauschen. Okay, Leute, damit konnten wir Ben heute heftig pranken. Nein, Spaß. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Haut. Oh, für die 1 Million, ganz wichtig. Und für den Algo. Alles da lassen einfach, Leute. Alles. Lasst euer Leben Algo. Hier. Haut da rein, Leute. Tschüssi.